Good evening, I am Mila Holo, and this is breaking news. The province of Zagoria is witnessing escalating tensions in the escalating Chernorussian civil war. In a bold move, Napa revolutionaries launched a surprise attack on the Bolota airfield, located in the regional capital of Chernogorsk. Following a fierce two-hour battle, the CDF military junta forces were compelled to retreat from the airport, now under the control of Napa rebels. This development marks a significant shift as Napa now commands approximately one-third of Zagoria. The oppressive CDF junta, led by a group of elite generals, faces internal turmoil exacerbated by recent conflicts with the Russian Federation over the region. The world watches closely as tensions mount in the Green Sea region. Now over to my colleague Warren Singh. You, Mila. Let's talk with our East European specialist Nikola Bobic about the background of this emerging conflict. Good evening, Nikola. The situation in the province of Zagoria appears to be escalating daily. Can you provide us with an insight into the general condition of the civilian population? Good evening, Warren. Yes, the situation is tragic. The civilian population is suffering greatly due to the conflict. Many have lost their homes, there is a shortage of food, and the medical care has collapsed. And what are the motivations of the different warring parties? Let's start with the CDF. The Chernorus Defense Force, led by General Viktor Jurov, a self-proclaimed dictator, claims to want to maintain order. However, many see him as a tyrant who wants to retain power at any cost. And the CHKDZ? The CHKDZ, or Chernorussian Movement of the Red Star, are known for their brutal raids and massacres of the civilian population. There are strong suspicions that they are financed by Moscow to stir up unrest and destabilize the region. This sounds like a very complex situation. What about the Napa and their leader, Petros? Once a civil rights activist, leads the Napa as a kind of protective force for the population and against the oppression by the CDF and the CHKDZ. However, the conflict has many facets and it is difficult to say who truly represents the interests of the civilians here. How does Russia view the developments in the province of Zagoria? The Russian Federation has a strategic interest in the province. The Kremlin seems to deny the existence of Chernorus and could be trying to exert influence in the region. One final question, Nikola. Is there hope for the people of Zagoria? There is always room for hope, Warren. But the world must not look away. Thank you very much, Nikola, for these deep insights. We will continue to monitor developments closely and keep our viewers updated. That was Nikola Bobic, expert for the Green Sea region, live on Newsflash. Good evening, I am Mila Holo, and this is breaking news. The province of Zagoria is witnessing escalating tensions in the escalating Chernorussian civil war. In a bold move, Napa revolutionaries launched a surprise attack on the Bolota airfield, located in the regional capital of Chernogorsk. Following a fierce two-hour battle, the CDF military junta forces were compelled to retreat from the airport, now under the control of Napa rebels. This development marks a significant shift as Napa now commands approximately one-third of Zagoria. The oppressive CDF junta, led by a group of elite generals, faces internal turmoil exacerbated by recent conflicts with the Russian Federation over the region. The world watches closely as tensions mount in the Green Sea region. Now over to my colleague Warren Singh. You, Mila. Let's talk with our East European specialist Nikola Bobic about the background of this emerging conflict. Good evening, Nikola. The situation in the province of Zagoria appears to be escalating daily. Can you provide us with an insight into the general condition of the civilian population? A surprise attack on the Bolota airfield, located in the regional capital of Chernogorsk. Following a fierce two-hour battle. So, hallihallo, jetzt doch noch ein bisschen. Habe den Server neu starten müssen, also Entschuldigung für die Dauerschleifensendung. Aber gut, das gehört dazu, das hat mir heute ein bisschen Bock gemacht, mal so ein bisschen den Fortschritt erklärt. Mal ganz kurz nochmal zum Verständnis. Ja gut, jetzt sind die hier aufgehört. Schauen wir mal rein, was haben wir hier alles? Wir haben einmal eine Enklave hier mit einer Ressource, Orlovy bringt der Bewegung einen Haufen Geld, super. Genauso haben wir hier oben
eine Ressource und ein Dorf überzeugen können, das Quad Snow und die Ressource, auch dieser Bereich hier ist bereits von der Napa so gesehen befreit, befriedet, vom CDRF-Regime unabhängig. So. Der Napa ist es nun gelungen, dank unserem Militärgenie Petros, dass wir den hier nun umrandeten grünen Bereich als quasi befreit ansehen können. Die Entwicklung, also es hat sich ja schon in die Richtung entwickelt, das letzte Mal. Aber nun ist es wirklich geschehen. Wir haben einen Durchbruch. Das heißt, der westliche bis mittlere Teil von Cernarus, von der Provinz Zagoria, ist mehr oder weniger befreit, inklusive der großen Stadt Zelenogorsk und dem Balota Airfield, also dem Regionalflughafen der Hauptstadt Chernogorsk. So, das heißt, ausgegeben als nächstes Ziel ist von unserem lieben Petros dementsprechend die Hauptstadt einzunehmen und die CDF als erstes vom Hauptland mehr oder weniger zu beseitigen. In der Zwischenzeit verschärft sich die Situation im Moment gerade massiv. Die Invasoren, Russland erkennt weder die tschernorussischen Leute an, noch erkennt es die CDF, geschweige denn die NAPA an. Und möchte sich wohl die Green Sea Umgebung, die Green Sea Region einverleiben. Ja, das heißt, um nicht an mehreren Fronten gleichzeitig zu kämpfen, und de facto tut das die NAPA im Moment gerade, indem sie einmal gegen die CDF und zur anderen gegen eine Terroristengruppe, die CHDZK, kämpft. Ja. Die sind äußerst brutal, überfallen immer wieder einzelne Dörfer, zünden die an und legen Hinterhalte auch gegenüber der NAPA und werden wohl, so wie es aussieht, nach Informationen, die man dann festlegen konnte, scheinen die wohl den russischen Spezialkräften oder einer PMC zuzuordnen zu sein. Ja, also sprich, die sind von Russland bezahlt. So. Unser großes Anliegen hier ist mehr oder weniger den Flughafen nach wie vor besetzt zu halten und natürlich auch das Ganze auszubauen. So, die nächsten Schritte, denke ich, sind die Stützpunkte auf volle Mannstärke hoch zum Kriegen, dann gegebenenfalls das Hauptquartier hier in die Nähe von Pavlovo Kamenka zu verlegen, um dort ein paar Supply-Missionen zu machen, um auch diese zwei Städte noch einzugliedern. Dann wird es wahrscheinlich einen Push geben auf Chernogorsk mit dem Hintergrund, wir haben hier eine Factory und Ressourcen, das wird massiv, ein Seaport auch noch, das wird massiv unser
unser Einkommen beeinflussen. Ja, wir haben jetzt zwei Ressourcen und zwei Factories oder nur eine Factory. Ich glaube im Moment nur die in Vibor. Ja, Vibor. Exakt, nur die in Vibor. Aber da hätten wir dann noch eine zweite Factory. Das heißt, wenn die uns das Ganze... Ah, da ist der Platzangst wieder. Grüß dich. Ich erkläre mal ein bisschen die aktuelle Situation. Ja, das heißt, wir brauchen eine Redundanz. Wenn wir jetzt die Factory bei Chernogost noch einnehmen können, dann hätten wir dementsprechend zwei Factories und mehrere Ressourcen. Das heißt, das Einkommen, das wir hätten auf Fraktionsseite, wäre erst einmal gesichert. Hinzu kommt, wir haben jetzt ein paar Flugzeuge auch erbeutet. Ja, da ist eine MiG dabei. Da ist, sind mehrere Hubschrauber jetzt dabei. Das heißt, wir können jetzt auch relativ schnell Luftmissionen machen. Und zum Beispiel mal ein Raid auf diese Bolschewik Isle zum Beispiel vornehmen. Ja, also das ist ganz gut. Genauso können wir, sag ich mal, in Zelenomorsk irgendwann einmal ein Hauptquartier aufmachen, um uns dann breit aufzustellen, am Schluss diese Burganlage zu überfallen und dann letzten Endes die Airfields hier zu besiegen. Das wird noch relativ hart. Das sind drei russische Airfields. Das ist verhältnismäßig viel für Antistasi. Ja, weil die Russen ja als Invaders dementsprechend auch keinerlei Probleme damit haben, ganze Ortschaften auszulöschen. Und das ist ja unser oberstes Gebot, ja, als Armee des Volkes, natürlich zu gucken, dass das Volk beschützt ist. Ja, das heißt, wir haben hier, wenn wir mal die Map-Info anschauen, können wir sehen, im Moment leidet die Zivilbevölkerung noch nicht wirklich. Natürlich gibt es Verluste, aber im Moment gibt es noch keine Massaker. Gott sei Dank. Was wir dementsprechend sehen, die Zustimmung für uns wächst die ganze Zeit. Von dem her werde ich jetzt heute Abend noch die nächste Stunde vielleicht versuchen, temporär das Hauptquartier irgendwo hier rüber zu verlegen. Ich denke, das machen wir. Wo kann man das hin verlegen? Was macht denn Sinn? Wahrscheinlich hier irgendwo. Muss man mal schauen. Wir lassen uns mal nach Bohr teleportieren, dann schauen wir mal weiter. Ja, suchen uns ein nettes Fleckchen aus. Vielleicht, ja, ich glaube, das sind so Einsiedlerhöfe, vielleicht irgendwie hier. Ja, und dann machen wir noch schnell ein, zwei Missionen, bis die zwei Städte dran sind, weil dann haben wir im Endeffekt den ganzen Südwesten von Chernobyl schon eingenommen, also quasi ein Viertel der Gesamtlandmasse. Gut. Dann genug gelabert. Gehen wir mal ans Werk. So. Und holen uns ein unauffälliges Auto.